Horst Janssens schriftstellerisches Werk ist vielen gar nicht bekannt. Woran liegt es? Ah, Janssen als Schriftsteller ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um einmal humorig einzuführen, hat Janssen gesagt, nachdem man ihn fragte, Janssen, und warum er überhaupt schreibe, denn er sei doch ein so großer bildender Künstler. Und da sagte er nur ganz lakonisch, ich schreibe, weil es für die bildende Kunst keinen Nobelpreis gibt. Das ist für mich der Grund zu schreiben. Und das war natürlich mit seinem Humor und mit seinem Witz zusammenzubringen. Und darüber hinaus ist das Buch für Janssen, da müssen wir natürlich auch differenzieren. Das Buch für Janssen ist ja einmal sozusagen die Präsentation seines Werkes. Dafür hat er das Buch besonders geliebt. Und der andere Weg ist seine Schreiberei. Und seine Schreiberei, wenn wir darauf hinausgehen, dann stellen wir eben fest, dass er wie auf eine ganz andere Art und Weise, aber sehr speziell Arno Schmidt anzuführen wäre, ist Janssen als auf einer ganz anderen Art und Weise, aber er wäre da sozusagen jemand, der, wenn man seine Texte liest und sich eingelesen hat in seine Schreibe, so ging es mir auch anfangs, habe ich dann auf einmal festgestellt, dass man, wenn man Janssen liest, dass man sozusagen mit ihm in einen Dialog tritt. Und das ist natürlich etwas Wunderbares, zumal es ja hin und wieder jedenfalls im Gegenübersitzen nicht unbedingt möglich ist. Das sind also das, was die Schreiberei betrifft, spielt das große. Aber sein Werk, sein bildnerisches Werk, das ist natürlich etwas, was er, weil er das Buch geliebt hat. Man muss natürlich auch davon ausgehen, dass Janssen in seiner Jugend unendlich viel gelesen und auch was die Kunstbücher betrifft, was er sich alles angesehen hat in der Zeit, wo diese Dinge ja auch rar waren und man diese Medienmöglichkeiten gar nicht hatte wie heute. Er war also ein ganz großer Leser und Bücherbetrachter. Und dadurch hat sich auch seine Liebe zum Buch entwickelt und er ist dann immer der Meinung gewesen und wollte das, was er geschaffen hat, im Buch wiederfinden. Auch da sagte er dann, ich weiß nicht, ob sich zu rechtfertigen oder weil er das einfach so findet. Er hat gesagt, ungedruckt sieht sowieso alles viel besser aus. Nicht? Und als junger Mann, genau, da hat er so viel gelesen. Und dann gibt es diesen Bereich, und zwar der Verlage. Janssen hatte immer eine besondere Beziehung zu den jeweiligen Bücherlektoren oder zu den persönlich geführten Inhaberverlagen der kleineren Verlage. Das ist das, was ihn am meisten gereizt hat. Er wollte also immer den direkten Zugang. Er wollte den Verlegerfreund oder er wollte den Lektorenfreund, wenn es denn ein großer Verlag war. Denn er war ja bei den großen Verlagen, da können wir also anfangen mit Prestel, Hoffmann und Campe, Insel Verlag, Propylen Verlag, Fischer Verlag. Das sind die großen Verlage, die sich um ihn bemüht haben. Aber da war es dann immer der Lektor. Und wenn dann eine Ulrike Bürgel-Gutwin, die bei DTV im Lektorat war, wenn die dann nach Piper gewechselt ist, dann hat Janssen gesagt, dann gehe ich eben auch zu Piper. Es war nicht der Verlag, es war immer die Lektorin oder der Inhaber des Verlages. Bei den kleinen Verlagen führe ich gleich sofort an. Das war am Anfang ja der Christians Verlag, Merlin Verlag und dann nachher auch St. Gertrude. Nicht? Das waren die kleinen Verlage, wo er sich wirklich entfalten konnte. Ich denke auch, er hatte dann natürlich auch einen größeren Einfluss. Das Büchermachen war für ihn natürlich von größter Bedeutung, weil er hat dann natürlich seinen Einfluss geltend gemacht, auch in der Auswahl. Und da ging es dann eben auch darum, dass er aus lauter Lust, und das war bei den kleineren Verlagen natürlich in erster Linie denkbar, dass er, man hat gar nicht über den Ladenpreis des Buches gesprochen, man hat das Buch gemacht und alles, was da rein sollte, das kam hinein. Und wenn es dann bei der Auswahl darum ging, den Schutzumschlag auszusuchen, und meinetwegen, Janssen hatte eine ganz bestimmte Vorstellung für den Schutzumschlag und sah dann aber bei mir, dass ich auch eine bestimmte Vorstellung hatte, dann lief es eben darauf hinaus, dass er sagte, machen wir eben beide. Und so kamen dann und gibt es auch einige Bücher oder diverse Bücher mit zwei verschiedenen Schutzumschlägen.
Und um dieses sich leisten zu können und um diese Großzügigkeit auch zu demonstrieren, gab es natürlich, hat Janssen natürlich sehr großzügig die Bücher unterstützt in Form von Vorzugsausgaben, Radierungen, dann die berühmten Buchvorstellungen in der Hamburger Bücherstube bei Laatzen und so weiter. Das hat ihm, das, da waren die großen Absätze der Bücher und er hat natürlich mit Engelsgeduld den Leuten die Wünsche erfüllt und die Zeichnung auf die Vorsatzpapiere gesetzt. Das waren natürlich alles ganz große Freuden für ihn. Für ihn war es natürlich, er hatte immer bestimmte Vorstellungen und aber wenn es um das Büchermachen ging, dass man anfangen wollte, dann musste Janssen immer sozusagen zugearbeitet werden. Es war für ihn, also sagen wir mal, es kommt die Idee, ein Buch zu machen von dem Verleger oder dem Lektor. Und dann ist er daran, Janssen etwas vorzulegen. Entweder ein Blindband oder eine bestimmte Sache, die Janssen sich anguckt, wo er aufbauen kann, in Form von Abbildung oder Textgeschichten. Und wenn Janssen so etwas vorgelegt bekommt, dann ist es für ihn eine große Freude. Und sagt er, ja, das ist ja toll. Und dann fängt er sofort an, das sozusagen zu verbessern oder zu sagen, nein, so nicht, aber so. Und dann fängt er, und schon ist er im Thema drin. Und dann muss man wieder, wenn er dann was abgeliefert hat, muss man sofort nachziehen, um ihn immer dran zu halten, denn dann steigert sich auch sein Lustgefühl für die Sache. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann gibt es natürlich bestimmte Raffinessen. Da gibt es die kleine Anekdote von Manfred Bissinger, damals Chefredakteur von Natur. Und der kam dann zu Janssen, ich war zufällig dabei, und dann, er brauchte für seinen Titel ein Auto, ein gezeichnetes Auto. Und er setzte sich den Janssen gegenüber schmunzelnd und sagte, sag mal Horst, kannst du eigentlich auch Autos zeichnen? So, sowas ließ Janssen sicherlich zweimal sagen. Und es stand ein ganz toller amerikanischer Oldtimer, den man nachher wieder auf der Natur-Titelseite finden konnte. So, das haben wir hier. Na, da gibt es vielleicht noch einfach... Also wenn wir nochmal zu dem Thema der Literatur von Janssen, die ja ganz außerordentlich ist und die noch gar nicht in einem Stück und gesamt verlegt wurde, aber es gibt natürlich viele Bücher, also einmal das Buch An und für mich, das damals glaube ich auch zuerst Querbeet, dann An und für mich und dann gibt es natürlich viele Aufsätze, viele Erzählungen, viele Geschichten, die in Einzelbüchern abgedruckt wurden. Und was vielleicht fehlen würde und was auch sozusagen ein Hintergedanke ist bei mir, dass man das schriftstellerische Werk nochmal sozusagen als sechsbändige Ausgabe herausbringt mit einem Herausgeber und da sind auch schon Gespräche geführt worden, dass man das doch angehen sollte. Denn das ist doch sehr wichtig und bedeutend und es haben ja, ob das Joachim Fest war oder Manfred Osten und Literaturkritiker, auch von Ranitzky, glaube ich, ist darüber gesprochen worden, dass Janssen doch ein ganz außergewöhnlicher Schriftsteller ist und das sollte nicht untergehen. Und wir hatten auch eine Zeit damals auf den Messen, dann kamen junge Leute und fragten gar nicht nach den Bildern, nach der bildenden Kunst Janssen, sondern sie sagten, hat er schon wieder was Neues geschrieben? Nicht? Und für mich war es eben immer so, wenn ich ihn gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, er sitzt mir gegenüber und man steht mit ihm im Dialog. Das schönste Beispiel ist, wie er beschreibt in einem Aufsatz die Herstellung einer Radierung. Und wenn man diesen Aufsatz liest, ob man nun Künstler ist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle, dann hat man das Gefühl, man steht mit Janssen vor der Ätzschale und plätschert mit ihm zusammen in der Säure. So, in so einem Dialog entsteht diese Geschichte, die ist einfach hervorragend. Peng, gibt's noch was?